ist, dass man früher Excel-Listen genutzt hat oder wahrscheinlich heute immer noch nutzt. Und ein Anwenderbeispiel, wie man weg von diesen Excel-Listen hin zu Joomla kommt, dass das Ganze online passiert. Mich kurz vorgestellt, ich bin Joomla-User seit 2005. Ich habe damals noch den Wechsel ganz knapp miterfahren von Mambo nach Joomla. Vielleicht kennt jemand Projekte, wo ich mache, zum Beispiel Joomla-Wiki oder Joomla-Nafu. Ich habe damals für Joomla 3.0 die Mehrsprachigkeit erweitert, dass man nicht nur Menüs verknüpfen kann, sondern dass man alles verknüpfen kann. Mittlerweile habe ich ein bisschen, muss ich sagen, aus Zeitgründen das reduziert, aber ich bin immer noch aktiv mit Patches und Pull-Requests und wenn es meine Zeit zulässt, entwickle ich GAN für Joomla. Beruflich bin ich Programmierer, auch freiberuflich. Ich habe Erweiterungen wie Candanda entwickelt. Das ist die erste Version von einer Mitgliedervereinsverwaltung. Ich habe eine Firma, die jetzt Wicked Software heißt. Das ist eigentlich recht neu. Also früher hieß die Candanda, das gab es einen Namenwechsel. Herkomme ich aus dem, vorhin hat Robert gesagt, schönste Stadt ist hier. Ich komme aus dem schönsten Gebiet in Deutschland, Süddeutschland, bei Freiburg. Heute, was ich vorhabe, ist die Vorstellung, die habe ich jetzt glücklicherweise hinter mir. Kurz eine Einführung, was die drei Komponenten, Community Builder, Easy Profile und Wicked Team sind, was so deren Philosophie ist. Eine kurze Zusammenfassung, wie man früher eigentlich so Mitglieder über Excel verwaltet hat. Dann Anforderungen heute. Und dann, da es ja ein Anwender-Seminar oder Session ist, konkret mit Beispiel, wie man von einer Excel-Tabelle oder von einer Excel-Datei in Joomla mit diesen drei Komponenten die Mitglieder, die Menschen integriert und nutzen kann. Am Schluss nochmal eine Zusammenfassung und je nachdem, wie die Zeit reicht, vielleicht eine Aussicht, weil im Endeffekt das, was wir da machen, wenn wir Excel eigentlich online bringen, ja. Kann ich probieren, ja. Das, was wir machen, ist ja eigentlich ein CRM, also die Anfänge von einem CRM, dann vielleicht Ideen, wie man noch weiter ausbauen kann, damit man es auch wirklich als CRM nutzen kann. Als allererstes Community Builder. Die Komponente gibt es kostenlos unter joomlapolis.com. Das ist so die Komponente der ersten Stunde. Die sind damals, als der Wechsel von Mambo nach Joomla passiert, eigentlich mit migriert und sind eigentlich direkt danach mit der Version 1.0 online gegangen. Dieses Alter von dieser Komponente ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also Community Builder ist eine sehr stabile Komponente, eine sehr weit verbreitete und auch sehr stark über viele Versionen kompatible Komponente. Ich glaube, die haben erst vor kurzem den Mambo-Support eingestellt. Also die waren eine Zeit lang von Mambo 4.3 war es, glaube ich, bis Joomla 1.0.1.5 die ganzen 2.5 und 3 kompatibel. Was eigentlich für so einen Anwender nett ist. Was weniger nett ist, ist dann für den Programmierer wie mich, weil Community Builder macht da sehr viele Sachen, die eigentlich in Joomla vorhanden sind, die man gerne nutzen würde, selbst. Die haben ein eigenes Template-System, da gehen zum Beispiel Overrides, gehen nicht unbedingt mit dem Community Builder. Es gibt so Tricks, aber sehr schwer. Wenn man so eigentlich Standards von Joomla erwartet bei Community Buildern, macht es eigentlich Community Builder immer selbst, was teilweise auch ärgerlich ist und teilweise auch haben sie sehr große Dateien, nenne ich das mal vorsichtig. Ja, also die sind eigentlich nicht MVC-basierend, weil sie halt Joomla 1.0 bis 3.0 unterstützen müssen, haben so ein eigenes System. Das heißt jetzt nicht, dass sie unsicher sind oder so. Es ist halt sehr aufwendig zu customizen. Also wenn man zufrieden ist mit den Funktionen, sehe ich jetzt nichts, was dagegen spricht, aber wenn man jetzt sagen will, ich will jetzt irgendwas ändern, also zum Beispiel das Template-System, wenn man eine Ausgabe ändern will, das ist ein Plugin sozusagen mit einer riesen Datei, wo man dann zeilenweise suchen muss, wo man es findet. Genau, das geht dann nicht. Das Prinzip vom Community Builder ist, dass die Userverwaltung genommen wird und in sich selber integriert. Das heißt, wenn ich mit Community Builder arbeite, dann brauche ich die Userverwaltung
selbst nicht mehr. Ich brauche natürlich die Gruppen noch, aber die User lege ich an, verwalte ich über den Community Builder. Das Schöne ist, was so ein bisschen noch in Joomla bis vor kurzem gefehlt hat, mittlerweile geht es, dass man eigene Felder definieren kann, dass man Profile erweitern kann. Das ging eigentlich mit dem Community Builder schon seit Anfang an. Da gab es eine sehr ausgefeilte Profilfelder und Tab-Verwaltung. Also man konnte sich die ganzen Profile zusammenbauen mit schön, sah ich auch sehr gut aus im Frontend. Man hatte Listenverwaltungen und das war eigentlich der Einstieg damals, dass man konnte eine Social Community bauen. Das war eigentlich schon bevor es Facebook und so, glaube ich, richtig groß kam hier in Deutschland, war ich Community Builder schon mit Social Community. Die zweite Erweiterung, Easy Profile, kennt ihr jemand diese Erweiterung? Genau, die ist so ein recht neu, natürlich Internet 2 Jahre, ist schon wieder alt, aber im Vergleich zu den anderen Komponenten ist es recht neu. Die finde ich ja sehr schön, dass die sehr viele Joomla-Funktionen nutzt. Da geht ja für mich als Programmierer immer das Herz auf, wenn ich sehe, dass endlich mal sich jemand an die Standards hält. Die gehen im Gegensatz zum Community Builder direkt den anderen Weg. Die bauen nicht die User-Verwaltung neu, sondern sagen, wir nehmen die bestehende User-Verwaltung und erweitern diese durch Plugins und durch ja, teilweise auch Module, je nachdem, wie man es macht, aber hauptsächlich Plugins. Das geht ja glücklicherweise mit dem neuen Joomla, da kann man ja Profile und so weiter durch Plugins erweitern. Easy Profile hat auch eine Felderverwaltung, die ist nicht ganz so umfangreich, würde ich sagen, wie beim Community Builder. Da gibt es einfach nur eine kleine Baumstruktur, wo man sich Tabs definiert und darunter dann Felder packt. Und die Listenverwaltung ist auch sehr rudimentär, da habe ich nachher auch einen Screenshot dafür. Das ist im Endeffekt ein Menüpunkt, wo man sagt, zeigt mir alle Benutzer an und kann dann durch einen SQL-Befehl diese filtern. Und die dritte Erweiterung ist Wiki-Team. Das ist meine Komponente. Ich habe 2008 angefangen mit Candanda. Kennt das jemand? Das ist eine Vereinsverwaltung. War damals beim Bedarf für einen Verein, wo sowas gebraucht wird. Und ich habe dann naiv gedacht, ja, das kann ich ja selber viel besser. Das hat sich dann so über die letzten 6 Jahre entwickelt. Das wird immer größer. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist viel zu groß eigentlich. Das war dann auch wieder Community Builder 4 MB groß. Und habe so einen Relaunch gemacht, der am 1.10. online geht, wo die ganzen Komponenten unterteilt sind, wo man sich genau entscheiden kann, was will ich installieren. Da ist das Augenmerk weniger auf das soziale Community aufbauen, sondern hauptsächlich auf die Verwaltung von Mitgliedern. Bei den anderen 2 Komponenten war es hauptsächlich im Frontend, dass die Mitglieder dargestellt werden, dass die Mitglieder interagieren können. Bei Wiki-Team ist es im Gegensatz im Backend, wo ein sehr starker Augenmerk darauf gelegt wird, dass die Mitglieder verwaltet werden. Natürlich gibt es hier auch wieder einen Profilfeldmanager, wo man kann beliebige Profilfelder machen. Und kann man auch mit Tabs und mit Feldgruppen arbeiten. Der Unterschied ist, dass man bei Wiki-Team keine User-Verwaltung dazu braucht. Das heißt, ich kann meine Mitglieder bearbeiten, ohne dass ich irgendwie ein Login oder sowas dazu machen muss, dass man mit der Computer interagieren muss. Das heißt aber im Gegensatz nicht, dass es nicht möglich ist. Man kann natürlich auch trotzdem sagen, ich habe ein Mitglied, wo ein Benutzer A bearbeiten soll, dann kann ich das natürlich verbinden. Aber die Erfahrung hat dann gezeigt, dass viele irgendwelche Firmen oder Vereine meistens nur 1-2 Personen haben, die das Ganze bearbeiten. Und da macht es keinen Sinn, wenn ich 500 Mitglieder oder Mitarbeiter habe und dass dann jeder irgendwie einen Account bekommt. Was noch das Hauptaugenmerk war von Wiki-Team ist, dass man eigentlich alles durch die rechte Verwaltung von Joomla durchkonfiguriert wird. Dann komme ich später auch zu, kurzer Vorgriff. Bei den ersten 2 Komponenten ist es schwer zu sagen, Benutzer A darf Feld B sehen, aber nicht bearbeiten. Aber wenn er wieder einen neuen Benutzer erstellen, dürfte das jetzt benutzen. Kurzer Rückblick. Früher war es eigentlich bei Excel so, dass es immer eine Person gab, die war verantwortlich. Die hat man meistens erkannt, dass sie bei irgendwelchen Sitzungen mit einem Stapel Papier kam und die Mitglieder hatte.
wenn es Datenänderungen gab, dann wurden die irgendwo auf irgendeinem Ausdruck notiert und wurden dann später daheim nachts, meistens nach der Arbeit, nachgepflegt. Und dann fing eigentlich das Problem an, wenn man jetzt sagt, mir ist die Arbeit zu viel, können wir nicht jemand helfen, wir haben zwei Personen, dann haben wir eine Excel-Datei und zwei Personen arbeiten dran, haben wir meistens irgendwie zwei, drei Versionen, die dann per E-Mail, USB rumgeschickt werden und am Endeffekt muss trotzdem wieder jemand stehen und die zusammenfügen. Und der dritte Nachteil war damals, wenn irgendjemand sich umgezogen ist und die Adresse gemeldet hat, hat es meistens immer eine Zeit lang gedauert, bis da das aktualisiert wurde, weil dann immer es an einer Person hing. Heute haben wir eigentlich ganz andere Anforderungen. Wir haben ja das Smartphone und iPad und Tablet-Zeitalter. Normalerweise will ich, wenn ich irgendwo bin, Internet habe, dann will ich, wenn jemand kommt, ich habe meine Adressen geändert, dann soll es direkt pflegbar sein. Das ziehe ich vor, weil, um es kurz zu machen, alle drei Komponenten, die in Joomla integriert sind und mittlerweile auch Bootstrap nutzen, also Community Builder hat vor kurzem ein Update bekommen, glaube ich, mit Bootstrap, funktioniert das ohne Probleme, kann man die Sachen schön auf dem iPad, auf dem Handy editieren und pflegen. Die allererste Anforderung oder wichtigste Anforderung ist, wenn ich zu jemandem komme und sage, du machst ja alles auf Excel, willst nicht online gehen. Ja, aber es soll ja genauso funktionieren wie Excel, ist immer die Aussage. Und deswegen ist auch wichtig, dass man nicht irgendwie definierte Felder hat, sondern dass man völlig frei das zusammenbauen kann. Weil ich meine, vielleicht werden irgendwo Kunden gelistet oder gepflegt und die haben vielleicht Firmennamen. Und irgendein Mitarbeiter, der von einer Abteilung kommt, der hat dann wahrscheinlich dann keinen Firmennamen, sondern der hat dann die Abteilung, was ein völlig anderes Feld ist. Und die nächste Anforderung ist, dass natürlich, wenn man die Excel-Listen vorher hat und weg von Excel will, will man die wahrscheinlich nicht per Hand pflegen, sondern will die recht schnell und komfortabel importieren. Die nächste Ding ist, dass dann auch eine Anforderung ist, viele Leute sollen das bearbeiten können, idealerweise auch vielleicht die Mitglieder selber. Wenn man sagt, ich habe so viele Leute, wenn was aktualisiert, loggt euch ein, bearbeitet selber. Aber auch, wenn jemand im Urlaub ist, dass man nicht irgendwie was rumschicken muss, sondern sagt, hier, du hast die Berechtigung, wenn irgendwas passiert, bearbeitet. Da würde ich direkt mal zum Praxisbeispiel gehen. Ich hoffe, das kann man einigermaßen lesen. Ich habe eine Excel-Liste mit vier Bereichen, einmal Management, einmal Marketing, Salesman, also die Verkäufer und Kunden. Das sind zufallsgenerierte Listen, wo man sieht, die haben verschiedene Felder. Also zum Beispiel, hier habe ich jetzt ein District bei den Verkäufern, dass sie in irgendeinem Bereich sind. Und wenn man nochmal zurückgeht, beim Management gibt es eine Position, die haben kein Verkaufsdistrict und das Marketing, die sind wahrscheinlich in der Firma selber drin, die haben dann da gar nichts. Und wenn man dann bei Kunden geht, die haben dann, wie vorhin angedeutet, eine Firma noch dabei und dann auch eine Homepage, das dann zusätzliche Felder sind. Das heißt, ich habe vier völlig verschiedene Gruppen von Menschen, die ich irgendwie in ein System reinbringen will. Fangen wir mit dem Community Builder an. Der Community Builder basiert auf die Userverwaltung, bei sich integriert, aber natürlich nutzt er die Userverwaltung selbst, zum Beispiel die Nutzergruppen nutzt er oder die Zugriffsebenen. Und wenn ich jetzt beim Community Builder sowas abbilden will, dann würde ich im ersten Schritt mir mal die ganze Struktur, die ich brauche, abbilden. Also ich habe sie mal Joomla Day Company genannt. Da habe ich wieder die Customer Management, Marketing und die Verkäufer mit den verschiedenen Bereichen, wo man dann die Leute importieren kann. Ist eigentlich soweit irgendwelche Fragen bis jetzt? Oder bin ich zu schnell, zu langsam? Alles okay? Du hast eben Anforderungen gesagt, die da sind. Jetzt gehst du genau darauf ein, welche Anforderungen. Genau, jetzt probiere ich die Anforderungen, die vorhin kamen, mal abzubilden. Die Frage war, ich habe vorhin mit Anforderungen gesprochen, was ich jetzt mache mit den Anforderungen. Und die Antwort war, ich versuche jetzt die Anforderungen mit den drei Systemen abzubilden. Der nächste Schritt ist, da ich ja die verschiedenen Gruppen auch irgendwie sehen will, dass ich in Community Builder Listen anlege. Da gibt es eigentlich eine recht schicke Listenverwaltung, wo man definieren kann,
welche Usergruppen denn da sind, welche Felder ich in den Listen haben will, verschiedene Filter kann ich darauf anwenden. So ein bisschen der Wermutstropfen ist, diese Listen sind nur fürs Frontend. Das heißt, wenn ich im Backend irgendwie das bearbeiten will, geht es nicht. Also ich kann da natürlich, die komplette Liste habe ich im Backend, aber ich kann nicht so für gewisse Personen einzelne Listen freigeben und sagen, du bearbeitest nur diese Listen. Genau, da habe ich die vier Listen angelegt. Das ist dann immer mit den Filtern, mit den verschiedenen Gruppen. Der nächste Schritt ist, dass ich einen Profil-Tab anlege, wo diese Felder, die ich brauche, im Profil erscheinen. Das habe ich jetzt im Beispiel mal Joomla Day Fields genannt. Und die Profilfelder selbst lege ich natürlich auch an. Das sind dann alle Felder, die es von den Excel-Dateien über die ganzen Gruppen gibt. Und das Ergebnis ist, ich habe, wenn ich einen User bearbeite, die Kontaktinformationen, das sind dann die Standard-Joomla-Login-Daten und mein eigenes Feld Joomla Day Fields, wo ich die ganzen Sachen ausfüllen kann, was ich brauche, je nachdem. Da kann man auch definieren, ob ich Pflichtfelder haben will oder Freifelder. Weiß ich genau. Wenn ich das Gleiche mit Easy Profile erreichen will, dass ich das auch in die Joomla User-Verwaltung integriert, muss ich natürlich wieder mit Benutzergruppen anlegen. Das ändert sich hier nicht. Die Profilfelder ändern sich ein bisschen. Es gibt da keine Tab-Verwaltung irgendwie extern, sondern man legt da einen Baum an, Joomla Day Fields, und darunter kann man dann die ganzen Felder reinpacken, die man will. Es gibt, das Schöne hier ist, dass Easy Profile von Joomla die JForm-Klasse nutzt. Kennt jemand die JForm-Klasse nicht oder weiß nicht, was es ist? Das heißt, ich kann sehr schnell eigene Felder bauen. Also JForm kann man mit Excel, XML eigene Felder bauen, die dann Joomla passt und in sowas umwandelt, also in Felder umwandelt. Bei Easy Profile ist so ein bisschen das Problem, dass es eigentlich keine Listenverwaltung gibt. Es gibt einen Menüpunkt, den man kann man sagen Mitgliederliste, und da gibt es dann so ein kleines Feld Custom SQLware, wo man verschiedene Filter hinzufügen kann, in dem Fall Benutzergruppe. Und das macht man im Prinzip dann viermal, dann hat man auch wieder seine vier Felder fürs Frontend. Und das Ergebnis sieht dann so aus, wenn ich ein Profil mache. Ich bin da in meiner Benutzerverwaltung. Easy Profile macht noch so schöne Icons dran. Ich habe meine Details wie gehabt. Dann habe ich meine eigenen Felder, die ich definiert habe. Und ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Ich habe meine Joomla-Parameter, die es eigentlich auch gibt. Wikiteam hat hier ein bisschen anderen Ansatz. Dadurch, dass es losgelöst ist von der Userverwaltung, gibt es einen eigenen Bereich, wo man Abteilungen pflegen kann. Die haben nichts mit irgendwelchen Benutzergruppen zu tun. Die sind einfach, wenn man jetzt sieht, wird eine schöne Funktion von Joomla genutzt. Es gibt ja für Content das Kategoriesystem. Ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber das Kategoriesystem kann man in eigene Komponenten auch einbauen. Das heißt, ich kann die nehmen, ich muss dann so einen Parameter mitgeben und dann weiß es automatisch, ich will so meine eigene Komponente nutzen. Das heißt, ich arbeite nicht mit Benutzergruppen, sondern ich arbeite sozusagen mit Kategorien für Mitglieder. Wenn ich das habe, ist so ein Nebeneffekt, wenn man die Kategorien hat, man kann die Standard-Joomla-Berechtigungen nutzen. Die es gibt, man kann die auch erweitern, wie man hier unten sieht. Das heißt, Mitglieder erstellen, bearbeiten, zuweisen, entfernen. Das ist hier ein Beispiel. Ich denke, es ist dann sinnvoll, wenn man jemandem dann genau eine Kategorie zuweist oder eine Mitgliedergruppe zuweist, sagt hier, du darfst alle Mitglieder in dieser Gruppe bearbeiten, aber den Rest lass mal die Finger davon. Das Gleiche gilt eigentlich für die Profil-Tabs-Gruppen. Da wird wieder die Joomla-Kategorien genutzt. Damit kann man sein Profil sozusagen zusammenklicken. Man sagt, ich will Tabs haben, das ist hier ein Tab, ist jetzt Profildaten, und dann kann man die Felder in verschiedene Gruppen gruppieren. Wikiteam macht auch sehr starken Gebrauch von diesem JForm-Feature in Joomla. Das heißt, ich kann sehr einfach eigene Felder erstellen über XML-Dateien. Zusätzlich nutzt diese Funktion auch den Installer von Joomla. Das heißt, wenn ich ein Feld habe,
Da gibt es dann so gewisse Richtlinien, die man einhält. Da kann man das als ZIP-Packen installieren und dann erscheint es in dieser Liste, wo ich es dann auswählen kann. Das ist dann vielleicht interessant auch für Programmierer. Da kann man individuell sagen, ich habe irgendeinen Verein, wo vielleicht kein Facebook-Feld braucht. Dann ist ja immer doof, wenn es im Dropdown erscheint. Da kann ich es einfach deinstallieren und weg ist es. Und der Kunde sieht es nicht. Wenn ich dann zum Profilfeld anlege, mache ich wie gehabt ein Pflegeformular, wo ich einen Namen angeben kann, kann auswählen bei Feldgruppe, wo ich das angezeigt haben will. Und als Feature, wie man hier sieht, ist duplizierbar gesprungen. Vorhin bei der Excel-Datei, haben Sie vielleicht gesehen, gab es zweimal Phone. Bei Community-Bildern Easy Profile muss ich ja immer zweimal ein Feld anlegen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, da kann ich sagen, Felder sind duplizierbar. Das ist zum Beispiel auch sinnvoll, wenn man komplette Kontaktdaten hat. Da kann man auch, wie man vorhin gesehen hat, die Feldgruppen selber duplizierbar machen. Das heißt, ich habe eine Feldgruppe, wo ich sage duplizierbar und packe dann rein E-Mail, Telefon, Handy und was gibt es noch, Fax. Und wenn dann jemand eine private Kontaktdaten hat und geschäftliche, dann kann er auf ein Plus klicken und bekommt dann, kann das zweimal ausfüllen, ohne dass mir selber als Admins irgendwie mehr pflegen wollen. Wenn ich das Ganze gepflegt habe, sieht es so aus in Wikiteam. Ich habe alle Felder und sehe dann, in welchem Bereich es ist. Links sind auch bei Status so zusätzliche Quick-Funktionen, wo man zum Beispiel Felder schnell als Pflichtfeld, das ist dieses Dreieck, machen kann. Oder schnell als kopierbar oder duplizierbar, das ist diese Kopierfunktion, wo man das sieht bei Company, wo es gewählt ist. Genau, da kann man sich auch zusammenbauen. Die Stärke von Wikiteam sind eigentlich die Listen. Wikiteam, jede Ansicht, die ich für Mitglieder basiert auf Listen. Das heißt, es gibt nirgends eine generelle Liste, wo man alle Mitglieder ausgibt, sondern wenn ich Mitglieder sehen will, dann muss ich selber eine Liste definieren und auch sagen, wer darf die Liste sehen, wer darf mit der Liste arbeiten, ist die Liste überhaupt, ist die Liste fürs Frontend, ist die Liste fürs Backend. Komme ich dann auch später nochmal hinzu, nur mal so als Grundding. Hier lege ich natürlich auch meine vier Listen an, die ich haben will, in dem Fall jetzt alle für Frontend und Backend. So, ich habe jetzt für die drei Komponenten alles vorbereitet, die Felder sind da, die Mitglieder sind noch nicht da. Jetzt muss ich natürlich das irgendwie importieren. Das erste im Community Builder hat das Problem, es gibt keinen Import. Ich habe da recht lang gesucht, es gibt ein Add-on, das heißt CBJuice 2, das sieht recht wild aus, aber damit kann man importieren. Man hat eine CSV-Datei, die hat ja irgendwie so einen Trenner, gibt den Trenner an, kann einstellen, ob man überschreiben will, ob man neu speichern will und im Endeffekt klickt man Import und dann sind die Daten da. Bisschen ein Nachteil, oder was ich unschön finde bei dem CBJuice, ist, man muss das Mapping von welcher Tabelle landet wo, muss man in der XML machen. Das heißt, ich kann in der Excel-Datei machen. Das heißt, ich kann der Excel nicht irgendwie ein Feld Geburtstag nennen, wenn da ein Geburtstag drinsteht, dann muss es dann, wenn ich das Feld erstelle, CB Birthday oder in dem Fall CB Country angeben. Ist natürlich dann, finde ich, unschön, wenn man die Excel irgendjemand weitergibt zum Bearbeiten, dann muss man es immer hin und her schieben und machen. Easy Profile hat in sich selbst auch keinen Import, aber der Entwickler bietet einen Import an, ein Import-Plugin. Das installiert man und dann wird es automatisch in der Komponente selbst aktiviert. Witzigerweise im Frontend, was ich ein bisschen überraschend fand, aber okay. Wir haben es genau das Gleiche eigentlich wie bei Community Builder, man muss in der Excel die Feldnamen korrekt angeben, damit das Mapping stattfindet. Bei Wikiteam ist auch nicht mittendrin dabei, das, wie ich vorhin erzählt habe, dass ich da in Kandanda zum Beispiel ist es mit dabei, aber das habe ich weggetrennt und wird aber mit Wikiteam als zweite Komponente mitgeliefert. Das heißt, wenn ich das am Anfang brauche, installiere ich die Komponente, wenn ich sie nicht mehr brauche, wirf ich sie wieder runter und habe dann keinen Ballast. Das sieht ein bisschen anders aus. Da werden die CSV-Datei wird dann eingelesen und auf der linken Seite werden alle
Spalten, die es in der CSV gibt, angezeigt. Und dann kann ich auf der rechten Seite auswählen, in welches Feld, wo ich angelegt habe, will ich das importieren. Gleichzeitig kann ich dann auch direkt die Menschen oder die Mitglieder in eine Abteilung reinschieben. Und es gibt auch nicht so eine Funktion, ich will speichern oder ich will aktualisieren, sondern ich kann ein Feld angeben hier, Update Identifier, wo ich sagen kann, wenn dieses Feld schon existiert, dann überschreibe, wenn es nicht existiert, lege neu an. Was auch noch ein kleiner Unterschied ist, beim Community Builder und Easy Profile muss man jedes Mal, wenn man importiert und neue User anlegt, einen Benutzername, ein Passwort und eine E-Mail definitiv mitliefern, weil ja das mit der Joomla Userverwaltung integriert wird. Das braucht man hier nicht, also hier gibt es sozusagen keine Core-Felder, die in irgendeiner Form Pflicht sind oder irgendwie einschränken. Das nächste Ding ist dann das Verwalten selber. Also ich will wieder mit den Daten arbeiten, ich will Berechtigungen geben, ich will irgendwas mitmachen. Fangen wir mit dem Community Builder an. Da haben wir ja, wie gehabt, unsere Listen. Um die Listen anzeigen zu lassen, erstelle ich einen neuen Menüeintrag. Das nicht so Schöne ist, ich kann nicht wirklich sagen, in den Listen selber, wer was sehen darf, welche Felder man sehen darf. Ich kann aber zum Beispiel den Menüpunkt nur für gewisse Leute freischalten oder für gewisse Benutzergruppen. Das heißt, ich baue mir halt für jede Benutzergruppe, die irgendwelche Felder sehen soll, eine eigene Liste und gebe denen dann die Berechtigung. Man kann Felder, also die Felder selber haben keine Berechtigung bei Community Builder. Man kann nicht sagen, Benutzergruppe A darf dieses Feld nicht bearbeiten. Aber man kann über die Profiltabs, da gibt es auch so ein Access-Level, einigermaßen einschränken, wer darf auf diesen Tab drauf. Das ist natürlich so, wenn man viele Gruppen hat, muss man halt für jede Gruppe irgendwie einen Tab erstellen und die Felder entsprechend koordinieren, was nicht unbedingt ganz so schön ist. Ich habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein, habe sehr lange gesucht und es gibt ja Community Builder Profile Pro, heißt das, ist kostenpflichtig. Die versprechen, dass man diese Verwaltung mit den Berechtigungen machen kann. Ich habe es ehrlich gesagt nicht getestet. Vielleicht hat jemand von Ihnen Erfahrung oder von euch. Also das habe ich vorher auch noch nicht gekannt. Ist auch, glaube ich, recht neu. Oder es war sehr lange nicht kompatibel mit der neuen Version und haben jetzt eine neue Version rausgebracht. Also ohne Gewähr, aber vielleicht, wenn man mit Community Builder arbeiten will, ist es mal ein Blick wert. Easy Profile, das ist schon ein bisschen ausgefeilter. Da kann man für jedes Feld sagen, bei Available for, wer darf es bearbeiten, und Visible for, wer darf es sehen. Das ist eigentlich genau das, was wir suchen. Das nicht so schön ist halt, dass wir weiterhin nur mit irgendwelchen Frontend-Listen arbeiten, die wir recht schwer konfigurieren können. Also wir können da auch nicht wirklich groß sagen, in Liste A ist ein Feld sichtbar, in Liste B ist es nicht sichtbar, sondern es geht einfach nur über diese Sichtbarkeit selber, man kann es nicht auf Listen begrenzen. Das Schöne an Easy Profile im Gegensatz zum Community Builder ist, als Berechtigter kann man jedes Profil bearbeiten. Beim Community Builder geht im Frontend nur, dass man sein eigenes Profil bearbeiten kann. Und wenn man alles bearbeiten will, muss man ins Backend und hat dann halt wieder keine Filterung. Wikiteam geht folgenden Weg. Bei den Abteilungen, wie vorhin gezeigt, da gibt es Berechtigungen. Das heißt, ich kann für jede Abteilung, für ein Mitglied, wo eine Abteilung ist, eine Berechtigung setzen. Gruppe A darf dieses Mitglied oder Mitglieder dieser Abteilung bearbeiten, darf darin erstellen, darf diese daraus wieder entfernen oder darf diese, wenn das Mitglied schon besteht, diese Gruppe zuweisen. Was eigentlich so mein Herzensangelegenheit war bei der Entwicklung, ist, dass man das Gleiche eigentlich auch für Felder machen kann. Das heißt, ich kann für jedes Feld sagen, wenn du Benutzer dieser Gruppe bist, dann darfst du beim Erstellen, das ist dann der erste Punkt, dieses Feld ausfüllen, dann darfst du beim Bearbeiten darfst ausfüllen oder wenn du selber diesen erstellt hast, dann darfst du es machen. Das heißt, wenn ich das Mitglied bearbeite, wird echt gnadenlos nach Benutzergruppe in Joomla gefiltert und ich sehe halt wirklich nur das, was mir zugewiesen wurde. Wie vorhin gesagt, Listen sind so immer der Einstiegspunkt. Also es gibt keine globale Liste, wo alles frei verfügbar ist.
Der Grund dafür ist, dass ich kann Listen individuell für Zugriffsebenen freigeben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Verwalter habe für Finanzen, da kann ich dem eine Zugriffsebene Finanzen geben und ihm eine Liste, die diese Zugriffsebene hat. Dann hat aber wirklich nur die Person, die in der Gruppe Finanzen ist, diese Zugriffsebene. Ich hatte ein Beispiel, ich habe dafür einen Dartverband das gemacht, die haben irgendwie 100 Vereine gehabt und da sollte immer ein Verwalter reinkommen. Und dann erstelle ich halt für jeden Verwalter seine Liste, gebe ihm die Zugriffsrechte und sage, du darfst alle Mitglieder, die dieser Liste sind, natürlich wieder mit den Abteilungen gekoppelt, bearbeiten. Listen selber kann man wie Team eigentlich recht schnell mit per Drag and Drop zusammenziehen. Das ganz kurz, das Rote heißt, es ist eine Spalte. Blau heißt, es ist ein Eintrag in der Spalte, also immer eine neue Zeile. Und wenn man es dann grün macht, dann sind die Sachen nebeneinander. Also man muss ja nicht irgendwie groß auswählen, sondern man wählt rechts, sagt, ich will ein Feld ganz rechts hinzufügen, zieht es rein und hat das Feld in der Liste drin. Mit der Kopierfunktion, die es in Joomla da immer standardmäßig gibt, also oben als Kopie speichern, kann man recht schnell eine Liste zusammenklopfen und dann ändert man einfach nur die Berechtigungsstufen und macht als Kopie speichern. Was noch ein Feature ist von Wicketeam bei den Listen, ist, dass ich individuell nach Feldern filtern kann. Das ist so ein bisschen die Profi-Version. Dieses Feld hier ist ein MySQL-Tor. Das heißt, wenn ich mich mit MySQL auskenne, kann ich darin MySQL-Funktionen nutzen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ich eine Liste haben will mit allen, wo älter als 50 sind. Dann kann ich sagen, gib mir das Feld Geburtstag, mach die Date-Funktion drum von MySQL und gib mir alle, die größer 50 sind. Das sind so, wie ich mit den User interagieren kann. Zusammenfassend kann man sagen, beim Community Builder, also man kann natürlich die Benutzer, also alle Felder abbilden, man kann importieren, eingeschränkt. Natürlich, man muss sich halt an die Richtlinien halten, man muss das Zusatzplugin installieren. Live-Pflege über Smartphone geht. Geteilte Arbeiten ist eingeschränkt möglich. Über das Rechte-Management kann man einigermaßen sagen, wer bearbeiten darf, aber man darf halt nicht sagen, du darfst nur diese Gruppen bearbeiten. Sichtbarkeit kann man einstellen. Bei verschiedenen Verantwortlichen wird es wieder komplizierter. Da kann man auch nicht einschränken. Und okay, das soll ein Hack sein, Mitglieder sollen ihre Daten selbst pflegen können. Das geht, auch wenn da ein Minus ist. Das ist ganz normal die Social Media Funktion im Community Builder. Bei Easy Profile sieht es ein bisschen positiver aus. Also ich kann die Sachen, natürlich die Felder abbilden. Der Import aus Excel ist sogar vom Entwickler selbst dabei. Es ist integriert, kann ich einmal installieren, wenn ich es nicht mehr brauche, auch deinstallieren, was ich recht nett finde. Weil ich will ja nicht, dass der Kunde irgendwie dann mit seinen ganzen Konfigurationssachen rumhantieren muss oder die sieht. Live-Pflege über Smartphone geht. Je nachdem natürlich, wie man sein Template hat, aber dass sich völlig ans Template hält, das man installiert hat, wenn man das im Responsive-Template hat, geht es. Geteilte Arbeiten geht eingeschränkt. Man kann Sichtbarkeiten von Feldern definieren. Man kann verschiedene Verantwortliche definieren, die im Frontend verschiedene Listen sehen und dann entsprechend die Leute bearbeiten können. Nachteil ist, es wird dann nicht abgefragt, ob das ein valider Aufruf ist. Das heißt, wenn ich die ID des Users kenne, kann ich ihn bearbeiten, ohne dass ich ihn in der Liste sehe. Und Mitgliederdaten selbst pflegen, ganz normal über das Joomla-Profil bearbeiten, sind die ganzen Daten da, wenn man sie den Usern freigibt. Wicketeam kann auch alle Felder abbilden. Der Import gibt es auch als Komponente mitgeliefert. Live-Pflege, da Wicketeam Bootstrap nutzt, ist es dabei. Geteiltes Arbeiten ist eigentlich die Stärke von Wicketeam. Man kann bis zur Feldebene runter Rechte geben, wann man wie was bearbeiten darf. Und Mitglieder selber pflegen, das ist nicht das ganze Augenmerk drauf, aber es ist möglich. Man kann einem Wicketeam-Mitglied sagen, du gehörst zum User A. Und wenn sich der User A dann einloggt, dann bekommt er das Profil von diesem Mitglied. Gibt es soweit Fragen? Bei Vereinen hat man ja, besonders wenn es Sportvereine sind, immer noch eine Abteilung
Großverwaltung, das soll noch wieder was neben dem Budgetieren oder anders an der von den Kampagnen realisieren. Also über Umwege kriegt man das meistens beim Teilunternehmen, anders Vereinsverwaltung. Aber wenn ich so große habe oder Mannschaften, das sind andere Komponenten, geht das da auch? Es gibt, das hat Christiane Meyer Stadtherr gemacht, die hat eine so eine Art Eventverwaltung gemacht, das aber nicht eine reine Eventverwaltung ist, sondern wo man sowas machen kann, wo man kann ja, Kurse anlegen, die, das dann integriert wird. Das würde gehen mit Wicketeam. Also ich lege, das war die Frage, also ich, dass man Kurse anlegt mit so eine Art Event oder? Ja, genau. Wie auch immer, wie man das nennt, also das normale Trainingszeiten. Genau, da kann man so einen Kalender anlegen, wo man dann die Mitglieder reinbucht. Das geht in Wicketeam? Das gibt es, die extra Komponente von der Christiane. Ja. Das interagiert auch mit Wicketeam, das heißt, man kann die Mitglieder dann nutzen. Wie heißt das? Das gibt es aber noch nicht online, also sie ist gerade dabei, das heißt. Wird gerade gebaut. Wir brauchen sie. Genau. Aber da kennen Sie sich am besten aus, am besten fragen. Ja. Da das ja bisher immer oder relativ häufig immer auf Vereine abzielte, sind es für Vereine natürlich immer ganz wichtig, kann ich mit den Bankeinzugsdaten irgendwas machen? Werden die zum Beispiel auch verschlüsselt gespeichert, sodass, wenn die Seite kompromittiert wird, die Daten nicht sofort in die Bankverbindung einem Leute machen? Eine Frage. Zweite Frage ist, kann ich aus der Komponente oder mit einer weiteren Karte wieder immer Massenmailings verschicken? Also kann ich einen Mitgliederbrief rausschicken? Und die dritte Frage ist, genau, also es ist eigentlich das CRM-System sozusagen schon fast. Zur ersten Frage, also fangen wir an mit CRM-Briefe. Ja, es gibt eine PDF-Komponente, die haben wir gebaut. Die ist auch, also am 1.10. wird ja auch mit Release, mit Wicketeam, das geht. Genau, das ist so ein PDF-Editor, wo man dann die Felder als Platzhalter macht und wählt man aus, welche Mitglieder ich haben will und speichert die. Das gleiche geht mit Community Builder und Easy Profile. Die Import können auch exportieren. Da wäre eine Idee, so ein bisschen mehr Aufwand, dass man die als CSV exportiert und die dann in fertigen Serienbriefe reinwirft. Was war die zweite Frage? Also lassen. Genau. Massen-E-Mails. Community Builder und Easy Profile kann man natürlich die Standard-Joomla-Sache nutzen. Bei Wicketeam geht es aktuell noch nicht, nein. Es ist vorgesehen. Es geht noch nicht. Okay. Ist vorgesehen, aber zeitlich geht es noch nicht. Nächste Ausgabe. Genau. Verschlüsselung. Genau, Verschlüsselung. Genau. Es gibt von Wicketeam Wicket Finance, das arbeitet der Hannes Papenberg, ist er irgendwo da? Ja, der hat selber gerade okay, genau. Der hat es gebaut, gibt es dann auch am 1.10. Da hat SEPA ist dabei, da kann man auch Konten anlegen, kann Beiträge buchen, kann Beiträge automatisiert buchen. Das ist damit möglich. Zur Verschlüsselung. Die Daten werden nicht verschlüsselt in der Datenbank. Das hat eigentlich einen einfachen Grund. Wenn ich die Daten verschlüsseln würde, bräuchte ich ja, um die wieder auszulesen, einen Key. Und den Key muss ich ja irgendwo speichern. Und das heißt, wenn ich gehackt werde, wird halt der Key eh dastehen. Das ist halt schwer. Also deswegen habe ich entschieden, das nicht zu verschlüsseln. Bei Wicketeam ist es so, man kann ja die Felder selber bauen. Ich empfehle es nicht, aber wenn jetzt jemand denkt, er bekommt da mehr Sicherheit, was ich jetzt nicht glaube, könnte jetzt ein Feld bauen, wo die ganzen Daten verschlüsselt werden und beim Auslesen wieder entschlüsselt. Ob es Sinn macht. Wenn der Schlüssel in der Datenbank steckt, genau. Wir können natürlich auch überlegen, dass man den Schlüssel jedes Mal, wenn das angezeigt wird, angeben muss, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Können die Daten als Team zusammen mit dem Folgen, weil das so auch bearbeitet werden, dass sich daraus bei der Post muss man eine Kette anbieten. Kann man daraus einen Datensatz erzeugen, der irgendwie dann die Bank akzeptiert, dass der das sprechen? Genau, also man kann in SEPA, mit dem Wicket Finance kann man SEPA-Export machen, wo man dann die ganzen SEPA-Sachen hat. Also man legt sich im Prinzip Konten an, Bankkonten, und sagt dann, buch mir Beitrag A, da werden alle Mitglieder mit Beitrag A gebucht. Und dann sagt man, generiere mir SEPA
Und dann sagt man, ich will es auf Konto A haben, dann werden ein komplettes SEPA mit allen Leuten gebucht. Okay. Man kann auch sagen, ich will nur bis einen gewissen Betrag buchen, dann werden mehrere Dateien gebucht. Wir können aber gerne mal nachher zusammensitzen und dann zeige ich das mal. Am 1.10. ist Geburtstag. Genau. Okay. So. Deadlines. Deadlines.